jetzt gehen wir gedanklich ganz weit zurück. 1872, ja, 1872, das war ein besonderes Jahr, das wirkt auch irgendwie bis heute noch nach. Also beispielsweise wurde da das erste Patent für eine Achterbahn angemeldet. Das erste Fußball-Länderspiel fand statt und hier in der Region hat sich ein Ruderverein gegründet, der Heidelberger Ruderclub. 150 Jahre ist das mittlerweile her, damals unter dem Namen Deutscher Flaggenclub. Und der hat eben an diesem Wochenende großes Jubiläum. Da findet eben ein Fest statt. Es geht sowohl ums Rudern als eben auch ums Rugby. Morgen beispielsweise heißt es da, gemeinsam anfeuern die Teams der Frauen und der Herren. Als abendliches Highlight steht dann ein festlicher Ball auf dem Heidelberger Schloss an und das Bootstaufen am Sonntag, das bildet den krönenden Abschluss. Ein spannendes Wochenende also für den HRK, der auch in den kommenden Jahrzehnten im Rudern und Rugby Erfolge feiern will. Was den Verein so besonders macht, darüber hat Nathalie Kircher mit dem Präsidenten Michael Stittgen gesprochen. 150 Jahre Heidelberger Ruderclub, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und dieses Jubiläum soll ab heute mit einem dreitägigen Fest gebührend gefeiert werden. Dr. Michael Stittgen, Sie sind Präsident des Vereins. Was erwartet denn die Gäste bei dem Fest und worauf freuen Sie sich denn besonders? Ja, wir haben ein umfassendes Festprogramm zusammengestellt. Für mich persönlich sind zwei Highlights zu nennen. Das eine ist das Finalspiel unserer Rugby-Frauenmannschaft am morgigen Tag. Und zwar geht es dort um die deutsche Meisterschaft, also ein richtiges tolles Event. Und dann natürlich der Festball auf dem Heidelberger Schloss morgen Abend. Wie gerade schon angesprochen, den HRK gibt es ja jetzt schon seit 150 Jahren. Was bedeutet denn dieses Jubiläum für Sie persönlich? Ja, also zum einen ist es eine Ehre für mich, den Verein gemeinsam mit dem Vorstand und allen ehrenamtlichen Unterstützern in die Zukunft führen zu dürfen. Zum anderen ist es aber auch sehr viel Arbeit, wie bei allen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wir haben beispielsweise schon Beginn letzten Jahres mit den Vorbereitungen für unser Jubiläum begonnen. Mal noch zum Sport an sich. Neben Rudern ist ja auch Rugby einer der Pfeiler des Vereins. Beide nicht ganz so übliche Sportarten. Was macht für Sie denn den Reiz dieser beiden Sportarten aus? Ja, in beiden Sportarten ist es das Mannschaftsgefühl. Im Rudersport gibt es für mich nichts Schöneres, als frühmorgens hier in einem gut laufenden Mannschaftsboot über den Neckar zu gleiten. Im Rugby-Sport sind als Besonderheiten zu nennen zum einen der Teamgeist, ja, wie in jeder Mannschaft, im Rugby aber insbesondere sehr wichtig. Dann die Haltung auch, die die Sportler in dem Sport bringen. Sie werden beispielsweise keinen Rugby-Spieler finden, der mit einem Schiedsrichter diskutiert. Und ich möchte alle Zuschauer herzlich einladen, an diesem Wochenende sich unser Rugby-Spiel der Damen auf unserem Platz Habigweg anzuschauen und gerne auch Ende des Monats Mai zur Heidelberger Ruderregatta zu kommen, um dort gemeinsam Rennen zu beobachten und auch gemeinsam mit uns zu feiern. Wir werden die Festwiese aufbauen und laden alle Heidelberger herzlich dazu ein. Ja, Herr Stittgen, danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne.